Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, Imperialer Agent bzw. scharfer Schütze bzw. Datacron Videos, Guides, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier auf Alderaan. Letzte Folge hatten wir Tatooine gemacht. Zwar nicht ganz komplett, weil ich da eine Sache halt nicht gezeigt habe, aber ich habe es halt auf jeden Fall gezeigt. Wir sind jetzt hier auf Alderaan, direkt im Jurangebirge. Und zwar sind wir jetzt hier beim Händler. Hä? Warum denn beim Händler? Und zwar bei diesem Händler gibt es zwei Items, die wir für die Datacrons brauchen. Der Händler befindet sich, wie gesagt, im Jurangebirge. Der nächste Taxipunkt ist der Außenposten Talan, Tranta. Einfach dahin fliegen und dann dem Weg hier folgen. Am besten einfach hier rüberspringen, dann halt hier hin. Bis zu diesem Händler hier. Und der Händler hat insgesamt drei Items. Und tatsächlich haben alle drei Items, die der Händler hat, einen sehr interessanten Nutzen. Was das wichtigste Item ist, das MGGS. Das brauchen wir nämlich für ein Datacron auf auf Alderaan und zusätzlich auch noch für ein Datacron auf Corellia und für das plus 10 auf alle Attribute Flotten-Datacron. Falls ihr das machen wollt, dann braucht ihr das ebenfalls. Und was wir auch noch brauchen, ist der rote Detonit-Auslöser. Den brauchen wir für Alderaan. Den kaufe ich mir jetzt einmal. Auf jeden Fall, diese beiden Items solltet ihr euch kaufen. Und das GFESKK, das ist für ein Tauntchen-Haustier. Habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Dafür bekommt ihr ein Haustier, also insgesamt bezahlt ihr also, ja gut, 15.000 Credits bezahlt ihr hier für die Items. Ich muss aber sagen, das MGGS sollt ihr auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall immer im Inventar haben, kann man immer gebrauchen. Ich kann euch mal kurz zeigen, was das bringt, das MGGS. Hier ist so ein, verdammt, Chat, geh mal weg. Hier so ein magnetischer Stabilisator mit dem MGGS im Inventar. Einfach Rechtsklick drauf machen und dann können wir uns da hinziehen. Ist halt wie ein Enterhaken, so. Und mit diesen beiden Items geht's jetzt los zur Datacron-Jagd. Das erste Datacron befindet sich im Kamos-Territorium. Das ist das Gebiet, wo auch die imperiale Seite startet. Hier ist der Raumhafen einfach. Am besten der nächste Taxipunkt ist das Tool-Forschungslager. Tranta einfach mit dem Taxi hinfliegen und dann hier den Weg folgen. Bis hier zu meiner Position. Die Koordinaten seht ihr hier oben. 2095 minus 1962. Bis ihr hier bei diesem Damm seid, der Leranta-Damm. Oder wie heißt der hier? Leranta-Damm, genau. Dort fahrt ihr hin. Und wichtig auch nochmal zu wissen, ist, dass alle Datacrons auf Alderaan sowohl vom Imperium als auch von der Republik geholt werden können. Also auch republikanische Spieler können sich dieses Datacron hier holen, haben allerdings einen etwas weiteren Weg. So, auf jeden Fall müsst ihr halt hier bis hier ganz ans Ende fahren. Hier, bis der Weg zu Ende ist. Und dann mit dem MGGS im Inventar, direkt hier brauchen wir es, euch zu einem von diesen magnetischen Stabilisatoren ziehen. Zu welchen wir euch zieht, ist egal. Dann springt ihr hier so rüber und könnt euch das Datacron holen. Wichtig ist, in einigen Videos, in einigen YouTube-Videos, die etwas älter sind, wird Folgendes gezeigt. Warte mal. Ich versuch's mal ganz kurz. Wird sowas hier gezeigt. Das geht aber nicht. Das hier funktioniert nicht. Das ging früher mal. Mittlerweile haben sie es rausgepatcht. Also ihr müsst hier den magnetischen Stabilisator benutzen. Könnt ihr euch einfach hochziehen. Ist aber eigentlich nicht schwer, also früher war das Ding auch hier, das haben sie umgelegt, also einfach einen von diesen beiden Dingern anklicken und dann seid ihr hier oben. Das Ding blinkt ja auch manchmal. Auf jeden Fall, wenn ihr dann hier wieder weg wollt, könnt ihr glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob es stuck geht, das muss ich mal ausprobieren. Nein, es geht leider nicht, also dann müsst ihr einfach hier runterfahren und dann hier wieder versuchen irgendwie raufzukommen oder ihr fahrt einfach in den Fluss und fahrt wieder raus, aber so kommt ihr auch weg. Also, dann geht es jetzt weiter zum zweiten Datacron. Das zweite Datacron befindet sich im Jurangebirge. Und zwar hier. Der nächste Taxipunkt ist entweder hier der Außenposten Bolym oder der Außenposten Talan. Folgt einfach von hier aus oder von da aus dem Pfad, dann hier lang oder halt da lang, ist egal. Am besten einfach hier lang und dann hier über die Brücke. Und dann bis hierhin, wo ich gerade stehe, oder von dem Außenposten hier einfach lang. Und dann bis hier und dann hier über die Brücke. Die Brücke findet sich dann hier, ihr kommt dann von da, dann einfach hierhin, passt auf die Gegner hier auf. Und dort dann halt hier diesen kleinen versteckten Pfad folgen. Und hier müssen wir auch wieder auf eine kleine verstehende Plattform warten. Die sehen wir gerade hier. Wir sehen, die fährt gerade runter. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein bisschen Glück. Ich werde euch nachher auch nochmal einen kleinen Trick zeigen, wie ihr die Plattform umgehen könnt. Am besten hier runter vom Gleiter und drauf springen. Also das ist nicht schwer. Dann mal los. Bewegt euch einmal, dass ihr hier nicht wegbackt. Und dann müsst ihr einfach mit dieser Plattform runterspringen. Wenn die gerade unten ist, könnt ihr einfach auf den Fahrstuhl warten, auf den beschädigten Aufzug. Der braucht ungefähr 5 Minuten für hoch- und runterfahren. Aber halt, ja gut. Wenn ihr halt das Ganze überspringen wollt, zeige ich euch nachher nochmal eine kleine Alternative. Ich weiß aber nicht, ob die noch, ich weiß aber nicht mal hundertprozentig, ob die noch funktioniert.
Denn man kann sich hier nämlich auch auf die Insel auch hochbuggen. Denn wir müssen jetzt nämlich hier auf diese Insel fahren und da hinten sehen wir unser Datacron auch schon leuchten. Und dann fahren wir einfach hier weiter. Ich glaube, jetzt brauche ich auch keinen Schnitt mehr machen, denn das Ganze ist jetzt sowieso wahrscheinlich schon gegessen, weil wir sind eh schon fast da. Nebenbei hänge ich wieder ein bisschen im AHQ rum und guck mal, ob hier neue Nachrichten sind. Nein, natürlich nicht. Ja, und im Englischen sind da neue Nachrichten. Nein, nach Komma will ich nicht suchen. Remove Security Key. Nee, das will ich nicht. Okay, das ist nicht, das ist noch alt. Hier ist nichts festgedrucktes, fettgedrucktes. Okay. Und wenn ihr wartet, ihr wirklich nicht zu früh abspringen, nicht, dass ihr runterfallt. Das will ja natürlich keiner, das möchte ich nicht, das möchtet ihr nicht. Einfach warten, bis der Fahrstuhl über der Insel ist. Natürlich kann man jetzt schon abspringen, aber ich habe mir noch ein bisschen sicher. Also ab jetzt könnt ihr abspringen, einfach runterlaufen und dann das Datacron benutzen. So. Solltet ihr jetzt den Fahrstuhl verpasst haben oder nicht geschafft haben, drauf zu springen, ihr seht, der bleibt dann hier stehen und dann fährt er irgendwann wieder hoch. Dann könnt ihr einfach, wenn ihr jetzt hier unten seid, also einfach von hier ins Wasser springen und dann könnt ihr euch hier irgendwo, war das hier, hochbuggen. Hier so ein bisschen hier auf die Dinger hochspringen. Dann hier, das ist nicht so ganz leicht der Sprung. Aber machbar und dann kommt ihr ebenfalls auf die Insel und müsst nicht mit diesem total langsamen Fahrstuhl fahren, der wieder eine halbe Stunde braucht, bis er oben ist, wenn er nach oben fährt. Aber so kommt ihr ebenfalls nach da oben. Nur als kleiner Pro-Tipp, also das haben sie noch nicht entfernt, kann natürlich sein, dass wenn ihr das Video hier in ein paar Jahren erst seht, dass es dann schon gelöscht wurde, beziehungsweise dann halt rausgenommen wird, obwohl dieser Bug schon seit Release existiert. Also ich denke mal nicht, dass sie das noch rausfixen werden, aber man weiß ja nie. Und schon kommen wir zum dritten Datacron. Das dritte Datacron befindet sich im Glarus-Tal. Das ist das Gebiet, was sich hier befindet. Gerade eben waren wir hier ungefähr. Also ihr könnt einfach hier weiterlaufen oder halt einfach das Taxi benutzen. Der nächste Taxibogen ist der Außenposten Grent. Und dann müsst ihr hier so einen leuchtenden, blauen, gesatteten Tranta finden. Und am leichtesten lässt sich dieser finden, wenn ihr einfach von hier aus, hier über die Dings hier springt, pass auf, dass ihr hier nicht stirbt, in den Fluss hüpft und dann im Fluss bis ungefähr hier lauft. Und dann einfach immer vom Fluss dann immer in diese Richtung hier schaut, dann lässt sich dieser Tranta am leichtesten finden. Ihr kommt dann von ungefähr von hier so. Ist auch nicht sehr weiter Weg. Und dann halt, wenn ihr den besatteten Tranta gefunden habt, Koordinaten seht ihr oben, minus 411, minus 220. Einfach einen Rechtsklick drauf, wie bei dem Taxi auf Nasha da. Und dann werdet ihr automatisch aufsteigen und der wird euch dann direkt zum Datacon fliegen. Das dauert auch nicht sehr lange, dauert auch wieder ungefähr wie beim Datacron mit dem verlassenen Taxi, vielleicht ein paar Sekunden, vielleicht 20 Sekunden oder so, wenn überhaupt. Der fliegt jetzt hier einmal um diesen Berg hier rum. Und wenn er das dann gemacht hat, sind wir auch schon da. Wir sehen, hier ist es. Hier kommen wir dann an. Zack, hier auf dem Stein, hier beim Nest vom Tranta, das ein kleines bisschen verbuggt ist. Und dem Datacron. So. Und wenn ihr nun hier einfach wieder weg wollt, könnt ihr hier einfach runterlaufen. Hier kommt ihr sehr leicht runter. Oder aber ihr benutzt die Schnellreise oder ihr geht im Chat einfach wieder slash stuck ein. Nicht stuckel, sondern stuck. Und dann landet ihr wieder nach einem kleinen Ladebildschirm beim Tranta. Das vierte Datacron befindet sich ebenfalls wie das dritte Datacron im Glarus-Tal. Das ist wieder hier das Gebiet ganz hier im Westen. Am schnellsten kommt ihr hier von der Panther-Zuflucht hin, folgt dann einfach dem Pfad hier. Einfach hier auf dem Pfad bleiben. Dann hier bis zum Schloss Panther. Da stehe ich jetzt so direkt davor. Koordinaten sind minus 2294, minus 429 ungefähr. Dann seid ihr hier genau vor dem Eingang. Hier wird euch auch der Handlungsbogen vom Planeten Alderaan hinführen. Auf Rep und Imp-Seite, soweit ich auch weiß. Also auf Imp-Seite auf jeden Fall, Rep-Seite glaube ich auch. Dann mal los. Soweit ich mich noch richtig erinnern kann, ich glaube, das war Rep-Seite. Hier sind auch einige Gegner, die könnt ihr dann zuerst besiegen. Auf jeden Fall empfohlen und dann halt Gleiter nehmen und reinfahren. Ins Schloss Panther. So, die Story könnt ihr auch gleich mitnehmen, wenn ihr die Story macht. Die führt euch dann hier Jetzt aber rein. nichts wie hoch. Ihr müsst nun allerdings, pass auf, dass ihr die Gegner nicht zieht. Hier sind ziemlich viele Gegner drin, die stören so ein kleines bisschen. Und dann müsst ihr hier bis hier zu dieser Tür hier fahren. Und ja, auf dem ersten Blick sieht man das nicht, vielleicht auch nicht auf dem zweiten. Hier ist nämlich ein kleiner Spalt. Früher gab es hier wohl bei dieser Tür mal einen Bug, Ihr beide dass man, werden wenn man immer einen Charakter besser. hatte, der zu fett ist, dass man da nicht durch den Spalt kam. Mittlerweile geht das, glaube ich, auch mit der Charaktergröße 4, dass man hier problemlos durchkommen sollte. Also einfach hier durch den Spalt durchschlängeln, dann seid ihr nämlich bei der Treppe, was auch immer hier passiert ist, und dann einfach im Raketenschub oder zu Fuß hochgehen. Dann seid ihr nämlich hier oben.
Im Zwischengeschoss. Es gibt zwar kein Obergeschoss, aber im Zwischengeschoss seid ihr dann. Und jetzt ist ganz wichtig, der Seitenraum befindet sich hier. Ihr dürft jetzt nicht hier lang gehen und dann hier, weil hier ist Möb falsch. Ihr müsst jetzt nämlich hier einmal komplett rumgehen, dann hier. Hier befinden sich auch einige Gegner auf der Etage. Also aufpassen. Die man wahrscheinlich auch nicht ganz umgehen kann, wenn man keine Tarnung hat. Da. Ja gut. Das hat sich so eben da übrig. Also die Gegner, die kann man nicht umgehen. Dann mal los. Es sei denn, man hat Tarnung. Oder man hat die Möglichkeit, irgendwie die Gegner irgendwie auszuweichen. Gut, Kalio kann sich jetzt darum kümmern. Macht sie auch perfekt. Den Gegner ja auch einfach. Ihr seht, die spawnen noch größtenteils nach, wenn ich einen angreife. Die spawnen sogar ziemlich viele nach. 5 Stück waren das jetzt. Und dann hier sehen wir jetzt auch, wieso wir da hinten nicht weitergekommen wären. Da wären wir nämlich hier aufgehalten worden von dieser umgefallenen Säule. Aber auf jeden Fall, falls ihr angekommen seid, dann, wenn ihr richtig gegangen seid, kommt ihr halt hier euer Datacron. Früher war es Willenskraft. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch wieder Beherrschung oder sowas. Auf jeden Fall kommt man ja nicht rüber. Nee, so nicht. Wahrscheinlich vielleicht mit dem Raketenschub. Nee, das geht nicht. Hier ist eine Wand. Okay, also auf jeden Fall, um hier wieder wegzukommen, einfach runterfallen lassen. Und ihr könnt eure Story auch direkt fortsetzen. Die sieht man, stimmt ja auch nicht, das passt also perfekt. Das 5. und letzte Datacron befindet sich im Königspass. Das ist das Gebiet, was sich ganz im Südosten befindet, also ganz hier. Der nächste Taxipunkt ist der Außenposten Talan wieder. Und hier habe ich auch noch einen kleinen Pro-Tipp. Und zwar, wenn ihr beim Außenposten Talan angekommen seid, dann geht nicht hier in das Gebiet rein, sondern geht hier den Weg zum Händler. Also den Händler, den ich euch am Anfang gezeigt habe, wo ihr das MGGS und den Detonitauslöser bekommt. Das ihr übrigens auch für dieses Datacron braucht. Ihr braucht für dieses Datacron den roten Detonitauslöser, den wir uns bei diesem Händler gekauft haben. Also könnt ihr auch gleich das Datacron mitnehmen, wenn ihr hier beim Händler seid. Geht dann hier den Weg weiter. Dann kommt ihr hier raus. Nee, stimmt gar nicht. Dann kommt ihr hier nämlich hier schon raus und bis hier nicht kommt, dann, sonst würde ich nämlich hier rauskommen, dann kommt ihr hier raus. Und könnt ihr einfach hier so durchgehen, hier kommt ihr nicht durch, hier einfach hier durch, oder ihr folgt dem Pfad, wenn ihr weniger Gegner haben wollt, denn hier sind sehr viele Gegner drin. Hier lang, dem Pfad folgen, dann bis hierhin. Bis zu dieser Position, hier ist auch ein Heldenbereich, also passt auf, hier sind einige Elite und ja, starke Gegner und auch einige normale Gegner und Champion-Gegner wahrscheinlich auch, oder Streiter, die einem gleich vom Gleiter hauen, wenn man da ist. Am besten Heilergefährten dabei haben, wenn ihr durchrennt, oder halt die Gegner besiegen. Und dann müssen wir zu einer Höhle. Die befindet sich, jetzt muss ich mal kurz selber mal gucken. Genau, die befindet sich da hinten. Ah, die ganzen Gegner hier. Am besten Gefährten nochmal hier holen. Nicht, dass ich jetzt hier gleich drauf gehe. Scheiße, ey. Ich will jetzt hier nicht drauf gehen. Am besten einfach hier durchrennen und den und hoffen, dass ihr nicht sterbt. Passt auf den Gefährten auf. Am besten hier oben auch noch lang rennen. Und dann, ja gut, dann hauen die Gefährten auch schon, die Gegner auch schon ab. Dann Gefährten wiederholen. Ich hätte was im Chat. Was ist los? Nicht im Chat. Heilen. Ja, was ist los, Kalio? Du, wieso wollen jetzt Datacons? Was ist los? Dann halt hier in die Höhle hier rein. Och, kacke, ey, Mann. Scheiße, ey. Und hier läuft ja ziemlich viele Gegner drin. Die müsst ihr ebenfalls besiegen. Das gebe ich aber mal. So, wenn ihr euch dann durchgekämpft habt, also ihr kommt dann hier rein und müsst euch dann hier komplett durchkämpfen. Ich empfehle übrigens auch, wenn ihr eine Möglichkeit habt, die Gegner zu umgehen, durch Tarnung oder sonst was, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Also ihr müsst hier komplett geradeaus durchrennen, bis hier zu diesem Knüppel, bis sich der Weg hier in zwei Seiten aufteilt, und dann hier zu diesem Knüppel hier. Hier sind dann ziemlich viele Steine und dann findet ihr hier an der Seite einen großen Fels mit einem Explosionspack, was ihr einmal aktivieren müsst. Mit eurem roten Detonitauslöser, dann solltet ihr in Deckung gehen. Und dann macht's bumm und die Steine verschwinden. Und dann könnt ihr einfach reingehen und euer Datacron holen. So. Der Detonitauslöser ist dann auch weg, wenn ihr ihn benutzt habt. Also, ihr könnt zwar für andere Gruppenmitglieder das Datacron freisprengen. Das heißt, wenn ihr Gruppenmitglieder habt, könnt ihr dann hier ebenfalls rein. Das heißt, es muss sich ja nur einer das Item kaufen, wenn ihr in der Gruppe seid. Oder aber, gut, ihr könnt halt auch, allerdings könnt ihr halt nicht das dauerhaft wieder machen. Also nur einmal. Das war's dann auch mit den Datacrons für Alderaan. In der nächsten Folge machen wir dann, was kommt da überhaupt als nächstes? Weiß ich gar nicht mehr.
Jeden Fall machen wir in der nächsten Folge dann weiter mit den nächsten Planeten. Ich verabschiede mich dann erstmal. Bis bald und ciao.